Die Stadt Görlitz schloss sich am Mittwoch mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung dem Bündnis Allianz Sichere Sächsische Kommunen an. Man wolle mit der Allianz sowie dem Aufbau eines kommunalen präventiven Gremiums eine weitere Verbesserung der Sicherheitslage in Görlitz erreichen, so der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu. Unter dem Dach der am 6. Februar 2019 gegründeten ASS-COM hat der Landespräventionsrat Sachsen inzwischen bereits 77 Kommunen zu Fragen von Prävention und Sicherheit beraten. Handlungsfelder sind beispielsweise Sachbeschädigung durch Graffitis, die Vermüllung von öffentlichen Plätzen, Gewalt, Extremismus sowie Drogenmissbrauch. Die kommunale Prävention soll hier frühzeitig ansetzen und Lösungswege aufzeigen.